ihr auch hier. Willkommen zu Tag 2, wo das krasse Rennen stattfindet. Und ich werde euch mitnehmen. Wir werden noch Special Touren haben, die man so nicht sehen kann. Deswegen bleibt dran. So, wir kriegen jetzt hier eine kleine Rundführung. Ach du Scheiße, wie sind die ganzen Leute da hinten schon? Diese mächtige Menschen. Und dann wir so. Wir haben jetzt auch 3 Tickets. Ja, irgendwie 3 Karten. Ganz random. Ich krieg immer mehr. Hilfe. Egal wo du hingehst, brauchst du irgendwie immer eine andere Karte für. Und für da ganz oben, um später auf dem Dach zu stehen, brauchst du auch wieder eine andere Karte. Die haben wir leider nicht. Und das kriegen wir auch nicht. Aber ist nicht schlimm. Mauri hat gefragt, weil er wollte unbedingt von oben filmen. Geht er leider nicht. Aber machst du ja nichts. Wir hatten schon so viel hier. So viele Möglichkeiten bekommen, ist auch schon crazy. Und es kracht und schallert komplett. Man hört gar nichts. Gar nichts. So sieht das Ganze hier aus. Da ganz hinten ist Red Bull, noch Ferrari. Aber Red Bull sah krasser aus und Mercedes war heftig. Das hier hat so schwarzes Glas, wo du fast nicht durchschauen konntest. Also so verdunkeltes. Verdunkeltes Glas. Wohin gehen wir? Wir spazieren jetzt wieder zurück raus zum Welcome Center. Wir spazieren. Wir gehen jetzt was essen. Es wird wohl eine Pommes. Es wird wieder eine Pommes. So, wir werden jetzt gefahren wieder. Unser Fahrer, der gleiche von gestern, lässt sich aber hier leider ausbremsen. Was soll denn das? Leider. So kenne ich dich nicht, wirklich. So kennen wir dich echt nicht. Matthias, was soll das? Ich bin sprachlos. Ja, die freuen sich schon, dass wir kommen. Ja, ey. Gab es schon mal feindliche Auseinandersetzungen mit den Zuschauern hier? Nein. Das ist jetzt alles zivilisiert. Man muss sagen, wir fahren ab 19 Uhr nicht mehr. Achso. Sicherheitsgründen der Fahrer. Okay. Kurze Sache, wie die Aussicht ist von hier oben. Wie kommst du nur mit so einem gewissen Ticket rein anscheinend? Und das ist, aber vor uns kommst du auch ganz normal hin. Hier ist die Aussicht, wenn du essen gehst. Hier essen? Direkt. Was ist die Aussicht? Von Startziel direkt aus der Fotzengasse. Wir warten hier sind die Leute mit den Campingstühlen. Auch richtig geiler Vibe da unten. Da kämpfst du in der Gruppe mit dem Bier und du schaust das Rennen. Boah, dann natürlich. Mach den Start des großen Preises von Österreich. Da kann man schon. Wir nehmen jetzt den Vlog, denn Isa ist sich erleichtern. Rennen geht gleich los. Erste Prognose. Verstappen gewinnt das Ding. Ferrari wird heute schnell sein, Hamilton auch. Daniel, deine Expertise dazu. Genau das Gleiche. Also ich mache es schon jahrelang und die Erfahrung sagt genau das, was Mauri euch gerade gesagt hat. Was denkst du, passiert mit dem weichen Reifen? Wird schwer, deswegen lieber die harten Reifen brauchen. Das ist so ein Bullshit. Zum Geburtstag? Ey, genau. Dankeschön. Jetzt in den Kommentaren mir bitte gerade. Da haben wir ja gerade eine Flugshow geschaut. Ich wäre heute eigentlich auch geflogen. Die Wetterbedingungen haben es nicht zugelassen. Dann will ich ganz kurz anmerken, mit meiner SD-Karte wird hier seit 2 Tagen gefilmt. Auf dieser SD-Karte war alles vom Basketball-Event von Rohrhardt und Breitenberg. Was nie veröffentlicht wurde. Ja, nicht mehr veröffentlicht werden kann, weil ich die SD-Karte freimachen musste für Isa, die keine SD-Karte dabei hat. Okay, reicht. Tschüss. So, wir haben fast 15 Uhr. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Rennstrecke mit meinem Partner Red Bull. Partner, oder? Es geht jetzt los. Alter, wir haben hier ein Live-Orchester. Wie, die sind live?
the stewards keeping an eye on both of these drivers. Sind die Holländer freigelassen. Ich bin jetzt, ich sehe, ich sehe aus wie Scheiße, tut mir leid, ich bin richtig am Arsch. Ich habe auch heute mal Tag der Schere, werde nicht live sein. Erstmal danke für euren Support, danke für alles. Ihr seid die Besten, auch die Leute, die mir alles gönnen, die mir diesen Tag auch gönnen. Es war mir super ein Fest, ich hatte so viel Spaß. Es war ein unglaubliches Gefühl, bei so einem Rennen dabei zu sein. Das alles erleben zu dürfen, bin ich unglaublich dankbar für. Auch Red Bull, danke euch dafür, dass ihr das alles auch möglich gemacht habt. Die haben mir Sachen ermöglicht. Ich habe nicht nachgefragt, die meinten einfach, hast du Bock darauf? Ey, du hast gerade die Chance darauf. Ich so, ja, klar. Also das sind wirklich so, so korrekte. Schade, dass nicht so viele gönnen und super, super, super gemein sind. Packt euch da ein bisschen selber in die Nase, das ist keine schöne Eigenschaft. Danke für den Support an alle. Danke, die es mir gönnen. Ihr seid die Besten. Noch eine kleine Sache, die ich sagen wollte, ist, Formel 1 hat mich so krass mitgenommen. Und ich habe ein bisschen gehofft, dass mir das nicht so sehr gefällt, weil die Tickets so teuer sind. Aber es hat mich voll mitgenommen und ich will mir jetzt für meinen Stream, will ich mir so ein Formel 1 Setup machen, dass wir Formel 1 im Stream zocken können. Wir sehen uns morgen im Stream und beim nächsten Video. Kuss.